Hallo und Leute, Wochenrückblick ist wieder da. Ich habe noch mal so ein, er seht ja dann alles, aber ich habe da mal was eingespielt von einem alten Film. Da waren wir in Illenhausen bei dem Wirt und er hatte mir da besucht. Da gab es mal Motorradrennen in dem Dorf und da habe ich mal so eine Runde damit eingespielt. Seht ihr dann schon. Wie auch immer, die Woche ist sowieso wieder, seht ihr ja dann alles wieder, da ist wieder schöne Sachen dabei, auch viel Katastrophe. Die Honda, die Sechszylinder, der Ralf macht Vergaser. Die sollte jetzt fertig sein, aber das ist egal. Drei Vergaser sind gemacht, die anderen drei Vergaser werden jetzt am Wochenende gemacht, wahrscheinlich am Sonntag. Und dann ist die wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, bei denen alte Böck steckst du ja nie drin, dann geht die auch wieder. Die Vergaser haben nämlich gelaufen. Letzte abgestellt, alles picopaco, die sehr statische springt an, denke ich, oh klasse, lass laufen, Vergaser laufen auch. Die Vergaser wieder raus und das ist richtig scheiß Arbeit hier. Na gut, egal, viel Spaß beim Gucken und na, bis dann. Gerhard, ja? Das ist der Manuel. Gute, ich kenne ihn. Du kennst ihn? Ja, natürlich. Okay. Der ist Kawasaki-Fan. Jetzt nur mal, ich habe jetzt eben gerade sowas im Kopf, ne? Du hast ja mittlerweile auch eine Kawasaki. Aber ich war jetzt hier schon bei dir daheim. Du hast BMW T-Shirts. Bilder, Uhr. Was? Bilder, eine Uhr. Ja, das habe ich, ja, die Uhr auch in deinem Wohnzimmer habe ich gesehen. Aber Kawasaki-technisch hast du noch nichts drauf. Da habe ich noch nichts. Und was du auch nicht hast, was aber hier der Kawasaki-Freund hat. Mhm. Er hat Kawasaki ja im Arm stehen, in Originalschrift. Und er fährt eine Z900. Und weißt du, was er noch hat? Ich will das zeigen. Los, komm, zeig's her. Er bläuelt mit dem Golbe. Mit dem Kawasaki-Car. Mit dem Kawasaki-Car. Manuel, du bist der Allergeilste. Muss sein. Aus dem Auto bin ich raus, das brauche ich nicht mehr. Und Manuel, du weißt ja, wo er ist? Ja. Der kommt ja aus der kurvenreichen Gegend. Da müssen wir vorsichtig sein. Er hat eine grüne Kawasaki, wo er normal fährt. Und hier hat er die nagelneue Reifen drauf. Nagelneue. Die kommen jetzt da drauf. Und Gerhard. Das ist dein. Nee, der Z900. Gerhard, du siehst ja, dass der, das ist ja noch ein Jungfuchs. Der hat noch keinen Plan. Wenn wir jetzt demnächst wieder fahren und er hat seine neue Reife auf seiner Z900. Nee. Wir wissen doch, wo er wohnt. In der Kurvengegend. Dann nehmen wir den. Einer rechts, einer links. Dann wollen wir mal sehen, ob er uns ausbeschleunigt oder ob er dich ausbremse. Manuel, denk nicht, dass wir sozial sind. Das kannst du der Hase geben. So, der schickt jetzt auch mit dem stummen Sprüche jetzt. Ne? Kawasaki-Fan, Leute. So. Nur damit ich gleich weiß, wo du hingehörst. Carsten gehört das Ding. Das Ding. Yes. So, hier. Ja, ja. Also, Kickstarter geht einfach so durch, der bringt jetzt mehr. Anlasser zieht an, alles oben am Relais und so weiter. Macht Klack, dreht sich nichts. Vielleicht gibt es irgendwelche Ungereimtheiten hinter dem Deckel da. Das müssen wir mal gucken. Wenn ich den Sprithahn aufmache, läuft der eine durch. Na gut, du hast so kaputte Zündkerze drin, das ist die andere Seite. Dann müssen wir mal gucken. Sie läuft also nicht auf alle zwei. No. Vergaser sind auch noch keine anderen Düsen drin. Nee. Zündung wurde auch noch nie geprüft. Nee. Das Einzige, was jetzt eben gerade aktuell ist, eine neue Kerze. Funkt auf beide Seiten. Mehr wissen wir nicht. Mehr kriegen wir auch nicht hin, weil wir kriegen es nicht zum Start. Gut. Also erstmal technisch das Ding irgendwie auf Vordermann bringen. Elektrik auch machen. So, hinter das hat mir auch nicht gefallen, was du da gemacht hast. Ah, das ist. Ja, das reicht ja schon. Okay, warte mal, der Nummernschildhalter wird hinten angeschweißt. Weil der angeschweißt am besten und dann die Sitzbank musst du mal. Sitzbank, da hast du noch ein Bild. Ja. Das gibst du mir mal. Das gibt, also einen Zweisitzer. Und geiler Reifen hast du da drauf, ey. Gut, ne? Ja, super. Das Motorrad ist übrigens Baujahr 70 und hat 250 Kubik. Was bitte? Tachostand,
gerade eingefahren. So, den habe ich doch auch umgegangen. So, jetzt haben wir hier so ein Bild von der Sitzbank. So soll es werden. Das haut auch hin mit dem Look hin. Ja. Der Farbe aber nicht unbedingt, oder? Ja. Ne? Ja gut, wenn das geht, dann hätte ich das irgendwie schon gerne braun. Ja, braun. Gut. Carsten, wir arbeiten in der Schokoladenfabrik. Ich arbeite in der Schokoladenfabrik. Leute, das ist ein Schokolade hier vom Allerfeinsten. Leckerste Schokolade überhaupt. Droste Holland hier. Mhm. Hier müssen Werbung machen. Aha, machen wir jetzt gerade. Machen wir gerade. Muss ich, glaube ich, auch ein Stück probieren. Nee, muss ich jetzt. Gibt es die in Deutschland auch zu kaufen? Nee, eigentlich nur noch. Okay, dann halten wir mit dir. Gut, hast du deinen Schatz noch da? Dann halten wir mit dir ein bisschen Kontakt. Also du bist der Schokoladenmann. Ich bin der, der die Schokolade bringt. Mach, dass das Moped nicht so schnell fertig wird. Ja, ja. Dann kommt genug Schokolade. Okay. Du bist jetzt tatsächlich hier und willst dein Motorrad holen? Ich bin tatsächlich hergekommen und hab die Enfield und nehme sie wieder mit. Aber ich habe es dir ja schon mal erzählt, du bist ein Feigling. Ja, ich weiß. Du kommst einfach hier freitags, mittags hier angekrochen, damit meine nicht startklar ist, weil das Duell ist ja immer noch nicht gemacht. Nicht gemacht. Aber ich verspreche es, ich komme mit Enfield warm gefahren hierher und dann geht das Rennen los. Da rufst du mich aber an, damit ich bei mir Batterie drin habe. Alles klar, machen wir. Gut. Tristan, ja. Du machst die hier frei? Ich gebe mir größte Mühe. Gibst dir frei? Weil, wenn die jetzt dann frei ist, dann könnten wir sie auch mal kurz anmachen, oder? Ja, du hast die ja gedrosselt dahin. Ja. Da gewinnst du natürlich sowieso nicht, ist klar. Ist klar. Feine Tuning-Maßnahmen erfolgen sofort. Ja, okay. Ach, jetzt geht die schöne Enfield weg. Und der Jan hat sich so Arbeit gemacht, mit in der Felge zu polieren. Hat sie geputzt. Ach, die glänzt wie Speckschwarz. Der hat, der Mann, haben wirklich die Finger geblutet, ne? Ehrlich, das ist kein Spaß hier. Aber es ist echt schön. Ja, ja. Na gut. Dann fahr sie halt immer schön warm. Ja. Gut. Zu spät. Jetzt habe ich sie zu spät angemacht. Zweite Kick. Du hast es gewimmt. Hast du es gewimmt? Nee. Auch nicht. Auch zu spät. Auch zu spät. Sind die Räder jetzt endlich bald drin, Sven? Gerade so. Ja. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre der Radschlamm noch immer noch nicht drin. Die war wahrscheinlich noch gar nichts fertig. Okay. Sven zieht fest. Ziehst schön fest die Schraube, ne? Nicht, dass du die Räder verlierst beim Willi. Ja, das wäre nichts. Ja, das ist doof. Also gut. Ist Sven hat heute schon einiges gemacht. Räder sind drin. Gut. Alles Profis. Gut. Gerhard, der Handyman, ne, der ist jetzt heute wieder unterwegs mit der BMW und ich habe hier die Bandit genommen. Aber das ist jetzt gar nicht das, was ich jetzt irgendwie erzählen will. Dahinter im Hintergrund seht ihr ja die Wirtschaft. Moment, ich weiß noch nicht, wie ich anfangen soll. Auf jeden Fall sind wir hier in Illenhausen. Das ist im Vogelsberg. Kann man es erkennen. Das Ding ist, ich weiß ja, das Ding hat hier irgendwie ein Problem. Wenn man zu weit zoomt, wird es undeutlich. Illenhausen. So, jetzt habe ich die Wirtschaft drauf. Da gehen wir jetzt mal rein, da könnt ihr auch immer mal gut essen. Ihr seht ja, zum grünen Stern heißt das. Das ist so ein kleines Dorf. Das findet man gar nicht einfach so. Und hier wurde früher Rennen gefahren. Hier, wo die Autos stehen, da hatte sie so einen Live-Musiker und ein Zelt. Und hier, genau hier, wo wir jetzt hier stehen, war der Start. Da ging das davor, da vorne ging es dann rechts zum Berg, da ging es dann hinten durchs Dorf durch. Es war nicht weit, ne? So ein Kilometer so ungefähr die Strecke. Warte mal, jetzt ist das Auto da am Weg. Und da auf der Linksseite, da sind wir rausgekommen. Und dann hier wieder auf die Zielgerade, da haben wir vielleicht so 20 Runden gedreht. Und mein Bruder Ralf ist damals total ausgeflippt und hier haben überall Leute gestanden. Es war alles nur abgespannt durch Panzerband und mein Bruder Ralf, der Haudege, der hat hier mit seiner Yamaha TZ ein Wheelie hingelegt, bis da vorne hin hier. Das war bis hier kurz vor der Kurve. Das war schon geil.
So, und das Mädchen sagt gerade, so, das Mädchen, wo ich, mit der ich eben gerade, der habe ich gerade gesprochen, habe ich selber aufgenommen, die hat gesagt, die letzte Veranstaltung war hier 2017. So, das ist schon ein paar Tage her. Und jetzt gehen wir da mal, nein, mal sehen, ob wir was kriegen. Wir sind gar nicht so fotogen. Wieso seid ihr nicht fotogen? Das sind doch, was ist denn jetzt los? Das ist die Kamera, ich bin schon. Ich kann nochmal neu an. Jetzt sind wir hier bei euch in der Wirtschaft. Schön. Lange gesehen. Ja, ich habe erst draußen schon erzählt, dass wir immer mal so Veranstaltungen waren im Sommer mit Renngespanne. Und da kamen mal so ganz verrückte, die Kaffeeräserfahrer. Das macht der aber nicht mehr, gell? Nein, wir machen das gar nicht mehr. Ja. Die Krise nicht mehr gebacken mit den Leuten und so weiter und so fort. Und das wird nicht stattfinden. Gut, das findet jetzt nicht mehr statt, aber was man bei euch machen kann, wenn man mit dem Motorrad zum Beispiel hier durchfährt, bei euch kann man immer gut essen. Essen, trinken. Ja. Ich habe viele von Oberhard Mäusen, welche von Salzgitter erst wieder fortgefahren. Die waren die erste, wo die Öffnung gefahren habe. Aha. Die waren hier wieder da und haben in Hessenland durchgefahren. Okay. Ja, die machen immer hier Station. Sehen Sie, ich schlafe hier und mache dann von hier aus die Touren dann. Ja, das ist super, ja. Ja. Doch, das geht immer. Gut, dann sag doch noch mal ganz kurz die Adresse durch, damit die Leute wissen, wo ich jetzt hier überhaupt bin. Ja, das ist in Illenhausen, das ist 63633, Bestein Illenhausen. Und Gasthaus Reicher zum Grünen Stern. Gut, und das habe ich ja schon euch gezeigt, das ist direkt an der Hauptstraße, da kann man nicht viel verkehrt machen. Nein. Jo. Biker immer willkommen, wir fahren selber. Genau, er hatte mich jetzt seit neuestem hat er Mesh gespannt, hat er eben mir gerade erzählt. Sitzt du auch in dem Gespann drin? Nee. Ach du, fährst da nicht mit. Okay. Die fährt, wann die Tochter fährt, das setze ich nein, dann bei mir nicht. Alles klar, dankeschön. Ne? Leute, wir sind ja heutzutage alles Weicheier, muss ich ehrlich sagen. Hier. Ich habe jetzt hier gerade rausgeholt einen Film. Kaffee Resort Racing in 2014. Da mache ich jetzt hier mal so eine kurze Einspielung mit rein, weil wir doch da eben gerade in den Illenhausen sind, damit ihr mal so einen Eindruck habt, wie das war. Wenn ihr Lust habt, zeige ich mal den kompletten Film, den kann ich ja nochmal hochladen, das ist ja schon ein paar Tage her. Aber das war schon gut, der geht ungefähr, ich mache jetzt immer so eine Runde, immer so ganz grob. Und wenn ihr Lust habt, mache ich den Film mal, lade ich den noch mal komplett hoch, wie das halt damals so war. Action pur. Bescheid. Hier stehen so die Spezialklassiker. Was hat der denn in seinem Rasenmäher drin? Das sind wir vom Allerfeinsten. Den Yamaha 600 Motor. Das ist immer geil. Okay. Der Weg. Oh, klasse. Adler. Vergasse. Ist voll. Und das Ganze veranstaltet er hier. Gasthof zum Grünen Baum Reichert. Moin, großer. Moin, hast du schon Schiss? Ja, wenn ich hier PS-Pumpe sehe, dann hab ich Schiss. Oh, Töchterchen Lara ist da. Und die Dagi. Guten Tag. Pünktlich angekommen. Naja. Was? Der Wahn. Guten Tag. Okay. Ohne Navi? Das gefällt mir, gell? Ja, das gefällt mir. Wie starten wir das? Wie starten wir? Keine Ahnung, aber ohne. Super Razor! Und das sind die Kaffee-Razor. Die Gruppe 1 startet zuerst. Hier sind Motorräder am Start von 250 bis 1100 Kubikzentimeter. Die Gruppe gehört zur Superbikebox in Mittelkalbach. Superbikebox Mittelkalbach ist eigentlich bekannt in der Szene. Sie bauen Motorräder zu Kaffee-Racern um. Und hier ist er, der Stefan Trundl. Mit der Ecli 500. Der Mann mit der Ecli. Das ist schon leicht. Ich wähle Auto geradeaus.
noch nicht. Und jetzt ist er in der anderen. Hier geht's wieder ins Dorf. Die Zuschauer am Straßenrand. Kommst du mit der neuen Roll Enfield klar? Super. Fahrwerk, Bremse? Alles top. Top, gut. Und, Christian, du Bootfahrer, der hat die Enfield erstmal bezwungen. Mein Freund, was ist dir für ein Missgeschick passiert? Kettnet gespannt, Kettroller gefallen, habe ich gesehen. Nein, das Ritz ist rausgeflogen. Ja, das ist ja ganz toll. Das liegt oben auf, sitzt drauf. Ja. Du hast dir erst Gedanken gemacht mit der SR. Alles gut, oder? Alles gut, ja. Ja. Und du kommst auch klar? Passt schon. Ja. Hier. Was heißt hier? Reiß dich immer weniger am Riemen. Mein lieber Freund. Du bist da vorne losgestochen. Ja, ich hatte ja gar, ich musste ja alles geben. Mein Brems hat schon gequietscht, bis ich dich geholt hat. Ich werde von Druschel, Bikebox, Super Bikesport. Du willst hier noch MZ-Weltmeister werden, oder was? Ja. Ja, so hast du ausgesehen. Musst du mal dran denken. Ich bin schon als Letzter hier ins Ziel gekommen, aber ich habe eine Runde mehr gefahren wie ihr. Ja, ich weiß. Ja, klar. Ah. Hier, da ist sie, die Startnummer 47 war das hier. Weltmeister, weißt du? Hey, das sitzt das, hast du. Stefan, alles entspannt, oder? Rennpremiere mit 45, 100%. Ja, okay. Warst du stolz auf ihn? Ja, natürlich. Ja? Hat gut durchgehalten und ja, mitgehalten. Gut. Es gibt doch ein Küsschen. Die Räder werden meistens gefahren bei schönen Wettern, bei dem Sonntag aus Neufundland. Und das sind eigentlich in der Regel sehr gute Motorräder, die bauen wir halt auch bis früher in den 50er, 60er Jahren, als Elan-Konz. Wir haben ganz normale Straßenmotore umgebaut auf Rennradien. Sind Stummelenker dran und wie man gehört hat, fährt auch. Also, ich darf euch noch ganz anders sagen, oder so ähnlich. Anderer Stummelsteller, sagen wir mal einfach, leichter und sportlicher Schöne. Ein Fangband, ja? Dankeschön an die Firma aus Kammer und Heimann. Und ihr Weltmeister. So, wenn man meine, Kevin, alles cool verlaufen? Alles gut, war sehr schön. Genau. Hat Spaß gemacht. Das Wetter hätte 3 Stunden wenigstens noch. Nee, so haben wir wenigstens nicht so geschwitzt, war doch gut. Ja. Jo. Geil, die Pinagios. Yeah.
Party mit dir. Mit dir. Letzte Woche ist er noch mit seiner Kawasaki stehen geblieben. Die Woche bleibe ich stehen. Kein Benzin. Gerhard holt jetzt Benzin. Katastrophe. Mein Gott, das ist mir jetzt passiert. Na gut. Da muss ich nachher noch einen ausgeben, wenn wir daheim sind. Das hat ja alles keinen Sinn. Jetzt bleib, weißt du, bleib du jetzt nur mal letzte Woche, da hat er von mir einen Anlauf gekriegt, ne? Man muss immer weg vorsichtig sein, stelle ich gerade wieder fest. Jetzt bin ich dran. Jetzt holt er noch Benzin für mich, damit es weitergeht. Katastrophe. Oh Mann. Leute, ich habe die Kamera noch mal angemacht. Wenn ich schon jetzt hier so sinnlos rumstehe, ich muss bestimmt eine halbe Stunde warten, denke ich, mache ich immer hier gleich ein Verkaufsgespräch mit dem Apparat. Ich gehe gerade mal mit der Kamera dran. Ja, also ist eine Bandit 600. Die hatte mir jetzt hier erst vor ein paar Monaten gemacht. Das ist heute die erste größere Ausfahrt, wo sie jetzt tätigt. So, jetzt habe ich's. Die ist zu verkaufen. Natürlich mit Benzin, das ist klar. Weil jetzt aktuell haben wir ja keiner drin. Deswegen stehen wir hier dumm rum. Ja, hier an dem Motorrad, muss ich ehrlich sagen, ist alles gemacht. Die war komplett zerlegt. Der Rahmen war gesandstrahlt worden, lackiert. Der Motor auch selber gesandstrahlt, lackiert. Es sind keine Endluftfilter drin, es ist auch alles eingetragen, was hier dran ist. Und es ist ja noch hier die Bandit mit dem schönen Rahmen. Das ist doch die Paar 90 irgendwas, weiß ja genau, 98, 97. Die neue, die modernere Bandit, sie hat ja eine andere Rahmenführung. Das war dann nicht so schön, das finde ich gut. Ja, das ist das eine. Hier haben wir so Seitebleche reingemacht, damit es nicht ganz so leer ist. Kann man auch wegmachen. Da kann man durchgucken, manche mögen das. Es ist ein Barracuda-Auspuff drauf. Auch nagelneu. Hat ein schönes Sound. Das ist richtig geil. Die Sitzbank, die ist wunderschön, finde ich. Die hat unseren Sattler wieder ganz klasse hingekriegt. Das ist schon gut. Was soll ich denn sagen? Was haben wir dann noch? Ja, das ist die andere Seite.
Da haben wir einen anderen Kettenschlitz drauf gemacht. Das ist ein Dirk seiner Kreation. Ein Traum. Die kleine Blinker. 3 in 1. Das ist hier hinter die Nummerschildbeleuchtung, wo da hinten dran ist. Ich finde, das Motorrad ist uns ganz gut gelungen. Neue Reife drauf von Avon. Der Rotrider. Na, ich stehe jetzt hier ein bisschen im Schotter. Der ist nagelneu. Das ist heute die erste Ausfahrt. LED-Lampe. Das Windschild. Also, wir wollen sie verkaufen. Ich hatte sie hier schon mal angeboten auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn ich jetzt hier gerade so stehe ohne Benzin, schöne Gegend hier, ne, ist klar. Da fällt mir es halt gerade nochmal ein. Ja, das Ding macht richtig Spaß. Ich habe die heute mal in den Arsch gedreht. Deswegen bin ich auch nicht so weit gekommen, denke ich. Das läuft dann doch ganz schön. Ich hatte nicht ganz voll. Das Ding geht wie die Pest. Der Gerhard mit seiner 1250er BMW, der muss sich ganz schön anstrengen da gerade außen mal, wo ich da aufgezogen habe. Das Ding geht gut, aber wenn einer Interesse hat, bei mir melden nach hier. Ich sehe hier noch hier die teure Blinker habe ich auch noch drin. Hier ist alles an dem Motorrad, was dran ist. Das hat richtig Speck gekostet. Gut. Ich will jetzt hier keinen Preis so sagen, da müssen wir dann nochmal telefonieren. Jetzt da einfach irgendwie da Preis raushaue. Das ist mir dann doch zu blöd. Also wenn einer Interesse hat an dem Motorrad, der kann auch gerne mitfahren. Ich habe ja rote Nummer. Kann er sich ja mal melden bei mir. Alles klar, das Ding ist echt gut. Und schön handlich. Das geht hier, wir haben hier lauter Ecke, ne? Das geht durch die Ecke, das ist richtig geil. Bescheid. Gerhard ist da. Die Rettung. Die Rettung. Da der BMW hat er richtig viel Benzin drin. Was meinst du? Das wird teuer. Ja, ich werde heute Abend die aller Rechnung werde ich dann übernehmen. Ist ja ganz klar. Wir kommen noch zu spät zum MotoGP, wenn das so weitergeht. Wie viel Liter hast du gekriegt? Oh, ein ganzer Kanister. Da hat es eine Flasche nicht hergegangen. Die Luftpump. So. Ach Gerhard, letzte Woche habe ich die noch ausgelacht. Ich habe noch die dummen Sprüche gekloppt. Ich werde es nie mehr machen. Ich werde beim Maul relaxen. Und heute bin ich ja noch schlimmer dran wie du letzte Woche, ne? Ich hab wenig, bin doch in die Tankstelle gekommen. Jo. Katastrophe. Ah. Okay, dann mache ich das Ding jetzt aus. Jetzt müssen wir nicht weiter filmen, das Drama. Katastrophe. So, das habt ihr mitgekriegt. Der Carsten hat die Honda mitgebracht. Und hat er gefragt, was kommt ungefähr auf mich zu? Das sage ich, Carsten, tut mir leid, was soll ich das sagen? Ja, so ungefähr. Und ist ja jetzt nicht nur Carsten, ich meine das allgemein. Es sind alte Rüben und da weißt du nie, was auf dich zukommt. Und deswegen, ich habe mir es abgewöhnt, eigentlich irgendwelche Zahlen zu nennen. Es ist jedes Mal Katastrophe. Jetzt zeige ich euch jetzt zum Beispiel jetzt hier die ersten Handgriffe, wie das ausging. Gut, also der Anlasser, ne? Der ging ja nicht. Der hat zwar angezogen, aber mehr nicht. Da haben wir erst gedacht, da drin wäre was, dass die Kette nicht richtig und was weiß ich. Alles gut. So, hier die Kohle. Die Kohle ist total für den Arsch. Der Anlasser hat sich auch nicht mehr richtig gedreht. Das dreht sich jetzt wieder schön leicht. Das haben wir da hingekriegt. Aber das ist alles nicht das Schlimmste. Das sind die langen Schrauben, wo der Anlasser dahinter drin, wo der Anlasser mit festgeschraubt wird. Ne? Kreuzschlitz, nichts Besonderes. So, abgerissen. Hier. Da kannst du nichts dazu. Das ist einfach Schrott. So. Jetzt geht's los. Da und da. Abgerissen. Jetzt sitzt die Schraube drin. Jetzt muss unseren. Also der Tristan hat gesagt, da traue ich mich nicht dran. Ich auch nicht. Jetzt muss unseren Meister Dirk, der hat da irgendwie Händchen dafür. Der hat das schon ein paar Mal gezeigt. Jetzt in so einem Fall wie jetzt hier nicht, aber der hat das schon ein paar Mal hingekriegt. Der kann dann da aufbohren und reinmachen. Ohne dass was Großartiges passiert. Aber sicher ist das noch nicht.
Und so ist das. Das ist bei den Alpen einfach alles so scheiße. So, dem Michael seine Bandit haben wir jetzt soweit. Die Sitzbank kommt da nicht drauf. Die habe ich jetzt nur von einer anderen Bandit abgemacht. Aber das soll wohl so werden. Die muss also noch gemacht werden. Die bleibt also nicht drauf. Ich will aber gerne den 5 fertig machen. So sieht das ja dann in Wirklichkeit aus. Spezialhammer. Ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll. Das ist von allem etwas. Kaffeeräser, Scrambler, Roadster, Enduro. Das ist von allem etwas dran. Na gut. Dann mache ich es jetzt kurz. Dann machen wir jetzt erstmal einen Test. Mal sehen, was abgeht. Alles klar, Testfahrt bestanden. Im Gelände muss ich sagen, zu schnell. Bescheid. Ralf? Ja? Heute ist Vergasertag bei dir. Heute ist Vergasertag, ja. CBX 6-Zylinder. Das ist voll die Freude. Du musst alles auseinandernehmen hier. Wir haben ja letztes Jahr schon mal auseinander. Ja. Also, aber nicht so, wir hatten nur so da. Aber ja, die Düsen mal sauber gemacht, aber jetzt wird's ernst. Die Zwischenrohre komplett zerlegt. Komm, ich will gerade. Ich habe da jetzt komplette Sätze bestellt. Ja. Ach, hast du schon rausgepackt? Eine habe ich schon raus. Ja. Oh, so sehen sie aus. So sehen sie aus. Ja. Gott. Ja, und das Problem war eigentlich hier diese Zwischenrohre, wo der Sprit durchläuft. Ja. Und da hat es gesagt, die O-Ringe, die sind halt jenseits der 30 Jahre, die sind halt fertig. Oh, Scheiße. Sag mal den. Was denn? Oh, wie das aussieht hier. Ja. Oh. Und hat es schon einen Ultraschall jetzt nochmal gehabt? Nur den einen bis jetzt, nur den einen. Hört ja wohl auf der Dings nicht. Ich mache Schritt für Schritt. Ja, okay. Hier, da will ich. Nerv dich heute nicht. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Ich bin sofort bei dir. Ja. Lass ich alles liegen. Gut. Aber ansonsten. Gut. Ja, muss mich konzentrieren. Konzentrier dich. Weil das ist alles nicht ganz so einfach. Hoffentlich. Wir haben mit viel Liebe und viel Glück. Ja. Sind sie auch heute noch mal drin. Man weiß es noch nicht. Okay. Zitat. Ja. So, weil ich gerade hier so stehe. Das ist vom Andreas der Motor. Er ist gestrahlt. Er sieht richtig gut aus. Ja, ich will ihn mal sehen. Der hat ja noch Undichtigkeit gehabt. Hier unten hat Öl gehängt. Müssen wir mal erstmal gucken. Müssen wir nochmal abschrauben, ob da was wirklich kaputt ist oder ob das einfach nur, weil er noch nie geputzt worden ist, Öl war. Man weiß es nicht. Und auf jeden Fall wird er dann irgendwann lackiert. Schwarz. Schwarz wie die Nacht. Gut. Hast du an? Ja. Boah, so. Das richtig. Hast du festgemacht? Jawohl, super. So, das ist doch jetzt geil, ne? Jawohl. Das ist nämlich der Deckel von unserem Pizzabäcker. Und den haben wir schon die ganze Zeit hier unten rumstehen. Jetzt haben wir ihn endlich aufgehängt, weil der hat das Gefühl, italienische Pizzaurlaub. Genau. Ach, Italia.
Oh. Ralf, ja? Wenn jetzt mal irgendwann die Sonne aufgeht, dann fahren wir mal nach Italien. Da fahren wir einfach mal hin. Ja, können wir machen. Da fahren wir mal hin. Nicht schlecht. Da ohne wo auch mehr ist und dann essen wir Pizza und dann lassen wir uns auch von so einem Pizzamann bedienen. Das in Italien schmeckt die Pizza noch am besten. Ich war schon in Italien, hab beste Pizza ever. Meinst du? Ja, wirklich. Also da wo ich war, das war. Aber unsere ist auch nicht schlecht hier. Ja, die ist auch nicht schlecht. Ja. Aber der Original ist ja nicht. Na gut, wir werden es austesten dieses Jahr. Wir fahren nach Italien. Ja. Der Manuel kommt, Reifenwechsel. Komm rein, Manuel, komm reingefahren. Das ist unser Kawasaki-Mann. Manuel, das läuft wie geschmiert, hä? Das läuft wie geschmiert. Die Traktionskontrolle hat nämlich nicht mehr versucht, ein Video zu bringen. Nein, kein Problem. Künstler Dirk. Ja. Ja. Du hast wieder alles gegeben? Schau mal, dass das geht. Hier, Leute. Ohne das habe ich schon mittig reingekriegt. Und oben bin ich 3 mm wegen verlaufen oben, ja. Aber das kriege ich mir irgendwie hin. Ja, 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 ja. Die Bolzen sind aber auch zu kurz, gell? Ja, das sind klar, das sind ja die Original noch, wo da drin hast. Haben wir da neue? Ja, das ist ja kein Problem, 2 Schräubchen. Hast du wieder die alte Gewinde nehmen können, wo da drin waren? Ich habe jetzt 4,8, also mit dem kleinen Bohrer vorgebohrt, dann mit dem 4,8er und habe das Gewinde nachgeschnitten quasi. Ja, okay. Mein Gott. Die alte Brocken sind dann rausgefallen dann, gell? Aber du hast es aber hingekriegt. Der Tristan hat Angst gehabt und ich sowieso. Gut. Da haben wir ein bisschen Loctite rein. Ja, gut. Dann kriegen wir die wieder schön fest. Nein, einwandfrei, Dankeschön. Ja, bitte. Du hast aber noch mehr gemacht. Hinne. Kennzeichenhalter angeschweißt. Ja. Aber der Original-Kennzeichenhalter, wie er es gehabt hat, hast du ja hier komplett geändert, da oben drin, sehe ich schon. Habe ich nur oben das abgeschnitten und habe den so Chip dran geschraubt. Von unten dran noch dieses. Geschweißt. Also die Chip ist verschraubt mit dem Ding. Achso, ja, ja, ja. Und das ist angeschweißt. Ja, dann hast du in dem Zeit Blech wieder drauf gemacht. Genau. Alles da hat er sein Blech wieder. Gut. So, gut. Da haben wir die auch durch. Da freue ich mich jetzt echt, dass das da vorne geklappt hat. Da kann der Tristan dann am Samstag weitermachen. Dass man von dem Gehäuse dann das eine Loch, das obere, ein bisschen größer bohren müsse, damit wir hier hinkommen. Ne? Ja, ja. Das da machen wir uns jetzt keinen Kopf. Nee, jetzt also waren die abgerissene Schraube, das war die Katastrophe hier. Ich bin guter Dinge, dass das funktioniert jetzt. Okay, super. Von wem ist denn das jetzt hier der Rahmen? Vom Andreas. Andreas. Ja. Gut. Da warte ich noch auf die Stoßdämpfer. Ja, die wollte Andreas besorgen, gell? Die wollte er besorgen. Andreas, hörst du uns zu? Ja. Dann muss ich nämlich den Rahmen hier dran schrauben. Der kommt dann hier dran. Dann muss ich ja meine Stoßdämpfer. Position, ja. Hier kommen die hin. Ja, ja. Ja. So, gut. Da habe ich ja noch nichts da. Und die Länge habt ihr das da schon abgesprochen? Hatte mir schon so alles weiter zusammengeschraubt. Na gut, prima. Ist okay. Gut, dann geht's dann auch irgendwann weiter. Wenn das dann soweit ist, kann ich das auch lackieren. Der Rest ist schon lackiert. Ja, hast du aber unten im Keller. Ja, gut. Und die Felge. Ich weiß nicht, wie ich die mache. Na gut, das ist jetzt egal. Gut, alles klar. Ja. Hier, warte mal. Achso, wir haben ja schon wieder. Ja, ist doch Abschluss. Wir haben ja schon wieder Feierabend für die Woche. Ja. Ja, dann schönes Wochenende. Wetter soll schön werden. Fahrt langsam. Hast du deine... Hier, die Leute kennen doch deine Yamaha, die rote da, die 850 TRX. Ja. Die willst du verkaufen? Eventuell. Das ist halt Einsitzer. Ich werde die aber nochmal, wenn sie hier steht, TÜV neu machen. Ja, dann machen wir extra nochmal ein Video. Dann machen wir das nochmal ein Video rein. Ja, aber nur mal so, damit sie schon mal so der ein oder andere paar Euro sparen kann. Die wäre eventuell zu verkaufen. Ja. Vom Preis wollen wir es auch noch nicht schwätzen. Weiß ich noch gar nicht. Muss mir erst mal gucken. Gut. Ja. Ja, dann. Ja, dann. Macht's gut, bis nächste Woche. Ja, ich sag dir auch, mach's gut, tschüss. Ja, wir haben schon wieder neue Schätzchen. Der Gerhard hat die gebracht, ich hab jetzt nichts gefilmt. Irgendwie habe ich es vergessen, was weiß ich. Auf jeden Fall Bimota. Yamaha Motor. Baujahr 90. Richtig viel Kubik. Steht schon lang. Die sollen wir wieder machen. Gut, gerade mal gucke. Glaube hat sie nämlich auch nichts. Hier guckt doch mal, Leute. 5980 Kilometer. Das ist gar nichts. Und sie ist ungefähr, der TÜV ist abgelaufen 2014. Seitdem steht die ungefähr. Und ich soll mir wieder
zum Leben erwecken, TÜV machen und. Hier, Sattler, wenn du guckst ja auch mal die Videos, das ist das Moosgummi-Sitzkissel von der Bemoda. Das kriegst du aber dann später, wenn wir so weit sind, da musst du die Hände wachsen lassen, damit da was Gescheites auf das Monocoque kommt. Nur mal so zur Info vorneweg. Gott. Und die Maschine, die ist von dem Bodo Schmidt, der hat auch Rennsport und so weiter Betriebe. Von dem ist die. Und er sagte, bevor er es abgestellt hat, hatte der Bodo noch wohl eine Inspektion gemacht, soweit ich das verstanden habe. Na gut, ist ja auch egal. Die Inspektion ist auch hinfällig, weil wir müssen wieder alles frisch machen. Na, 2014, seitdem steht die. Bescheid! Die YB8. Dann würde ich sagen, die Verkleidung ist übrigens alles ein Teil. Das ist große Katastrophe, diese Verkleidung abzubauen. Das weiß ich jetzt schon. Aber das ist noch ein langer Weg. Die bleibt jetzt erstmal stehen. Wir müssen jetzt erstmal die BMWs, wo wir hier haben, mal alle am Start bringen. Und dann geht's an die Bemoda. Also das dauert noch. Heute Morgen gibt da noch nichts. Leute, schönes Wochenende. Wenn wir Glück haben, heute haben wir hier bei uns blauer Himmel. Vielleicht ist es am Wochenende auch schön. Und dann drehe ich wieder mal irgendeine Runde. Versuche den Tank vorher voll zu tanken, damit ich nicht wieder stehen bleibe. Ja. Weil das wird mir dann zu teuer mit dem Gerhard, weil der tut mich ja dann immer retten. Und da hat dann auch irgendwie nach dem Motorradfahren hat er Durst. Dann muss ich ihm da die Bierchen bezahlen. Egal. Voll tanken, aufpassen, nicht auf die Fresse fallen und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Macht's gut.